So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung von JFD Brokers. Normalerweise nehme ich die immer nachbörslich auf, aber auch nachbörslich passieren ja in den letzten Tagen, weil die Berichtssaison losging, einige Sachen. Da ist es auch nicht unbedingt gesagt, dass nachbörslich die Kurse sozusagen für den nächsten Tag vorgegeben sind und was man natürlich schon seit Jahresanfang immer berücksichtigen muss, was macht der asiatische Handel. Und da kann ich natürlich noch so lange warten, dann kann ich bis 3 Uhr nachts warten und dann das Video aufnehmen, dann wüsste ich in etwa, wann, wie die Kurse da in etwa stehen oder was uns bevorsteht. Gestern war ich ja zufällig bis 3 Uhr wach, aber dann ging ja der Abverkauf noch weiter. So, kurze Rede, lange Sinn, schauen wir, was der DAX heute gemacht hat. Und ja, hier in der DAX-Liste ist jetzt die RWE, E.ON ganz weit hinten. Die Deutsche Bank hat wohl sehr viele, ohne dass ich jetzt groß nachgelesen habe, aber das ist meine Intuition, dass die viele Kredite an Ölfirmen vielleicht vergeben haben. Deswegen ist sie schon seit Wochen und Monaten total schwach. Also da muss irgendwas im Argen liegen. Und ja, Volkswagen, die Telekom hätte ich jetzt nicht so tief unten erwartet. Die Bayer, die ja ich am Anfang der Woche genannt habe, die den Markt outperformen soll, die tut es. Und ja, die Daimler liegt hier in der Mitte. Und wo ist die Continental? Liegt auch hier. Auch nicht der Wahnsinnsburner, aber auch nicht das Schlusslicht. So, und dann schauen wir eben hier im Wochenchart. Da habe ich jetzt ja hier der EMA 200 zugeschaltet. Hier in dem normalen Chartbild war dieser Unterstützung Weekly, war ja schon lange eingezeichnet. Dort konnte der Markt heute jetzt leicht drehen und sich ein bisschen nach oben kämpfen, aber wirklich auch noch nicht eine richtig bullische Tageskerze hinlegen. Im Wochenchart hier, ja, ist natürlich auch noch nichts Berauschendes. Aber wie ich schon heute Mittag geschrieben habe, die Märkte haben noch Zeit. Heute ist auch erstmal noch Mittwochabend. Zwei Handelstage. Was jetzt natürlich ideal wäre, ein Wochenschluss über 9,650 oder sogar da höher. Dann wäre das eine ideale Umkehrkerze. Und auf sowas sind wir ja hier seit Wochen aus, dass man sowas identifizieren kann und dann da wirklich eine nachhaltige Erholung dann traden kann. Hier sind die Ziele bekannt gewesen. Der Nasdaq hat hier einmal ja letzte Woche exaktes Gap geschlossen, dann gab es einen Rücklauf und heute, da gab es jetzt keine wirkliche Marke, die jedenfalls für mich keine wirkliche Marke. Wichtig ist nur, dass hier über den Monatswiderstand bzw. über diese Fibonacci der Kurs schließen sollte, beziehungsweise eben der Tages- oder auch der Wochenschlusskurs natürlich. Bislang passt es hier soweit auch. Dann habe ich noch den S&P 500 Index analysiert und eine Chartanalyse heute ja veröffentlicht im Stream und auf Godmode noch vorbörslich. Wenn der jetzt hier das laden will. Okay. Was war genannt? Es war auf alle Fälle hier dieses Unterstützungsband genannt. Dieses soll auf Wochensicht halten. Also jeder Wochenschlusskurs über 1850. Ja, kann man nicht sagen ganz ideal, aber wäre natürlich, sollte passieren. Und die andere Marke, die ich auch noch genannt habe, wenn es hier die Unterkante eben nicht hält, da hält sich der Index gerade auf. Und da ist es mal wieder, wie im DAX, fast punktgenau der EMA 200 angelaufen. Das ist jetzt hier allen bekannt. Habe ich hier seit Anfang der Woche viele Setups präsentiert. Und ist natürlich im Wochenchart und der Wochen-EMA. Kann auch kurzfristig auch der Index hier noch runterfallen, aber auf Wochensicht sollte hier das Ziel und jetzt wäre es ideal, dass es eben hält, heute den Schlusskurs drüber und dann noch Freitag, Donnerstag, ja, wieder in diesen Bereich vordringen, dann wäre das hier eine Hammerkerze.
Soweit so gut. Hier ist im Prinzip noch alles im Lot. Zwar hat sich wirklich, haben sich die Indexe den härtesten Weg, aber auch dann den bereinigsten Weg gesucht und passt soweit. Auch hier die Facebook-Aktie konnte jetzt hier, liegt zwar noch unter dem EMA 38, aber sollte hier auch auf Wochensicht drüber schließen. Die Microsoft-Aktie, ja, was soll man sagen? Hier ist jetzt der Tageschart direkt den EMA 200 angelaufen. Und das eben hier dann gewollt und bullish. Also, das ist definitiv schon eine bullische Tageskerze. Amazon war auch frühzeitig benannt. Die zwei Kauflimits hat hier im Tief genau dann noch das zweite erwischt. Also liegt man im Mittel etwa bei 5,55, sowas rum. Und die Apple-Aktie, ach, die ist hier unten. Da hatte ich ein anderes Chartbild, aber das habe ich jetzt hier nicht abgespeichert. Zeige ich dann morgen. Und auch hier in der Ex-Google-Aktie, Alphabet-Aktie, war hier in etwa ein Kursziel zwischen 6,70 und ja, 6,66 eben genannt. Hier unten nicht ganz, weil der Wert war zu stark, dass es hier eigentlich theoretisch hier runtergehen könnte noch. Und auch hier sieht es sehr einladend dann aus, schon die Tageskerze. Also nochmal ganz kurz ein Fazit. Bislang war alles darauf aufgebaut, dieses Tief eben zu finden und abzufischen. Ist jetzt wirklich so weit abgegrast worden, dass viele auch vielleicht ausgestoppt worden sind. Sollte jetzt es auf Wochensicht das alles, was ich jetzt erzählt habe, die Marken halten, dann wäre das jetzt ideal und jeder war sozusagen, der die Videos verfolgt hat, darauf vorbereitet. Fällt natürlich am Freitag, Donnerstag der Markt nochmal unter die Tiefsäule, dann lag ich dann definitiv falsch. Und dann wird auch der Markt in meinen Augen ja sehr viel tiefer fallen. Aber bislang ist es für mich nicht wirklich auch ein Crash, wie alle schreiben, eine schöne Korrektur, wo es möglicherweise eben oder höchstwahrscheinlich gute Einstiege möglich sind, um ja, um eben einen guten Swing Trade zu starten. Danke fürs Zuhören und bis morgen.